Ja, das Webinar wird aufgezeichnet. Das heißt, Sie haben im Nachgang die Möglichkeit, sich über den Link, den wir Ihnen zusenden, die Aufzeichnung nochmal anzuschauen. Oder in der Regel stellen wir die Webinare auch dann nach 1, 2 Wochen später auch auf unserem YouTube-Kanal dann zur Verfügung. Ich habe eine kleine Agenda vorbereitet. Das heißt, ich möchte kurz was zu uns sagen als Unternehmen und dann möchte ich auf die einzelnen Themen eingehen. Das heißt, auch jedes einzelne davon in der Live-Demo einmal vorstellen und ja, letztendlich darauf eingehen dann, was ist Instant VM, Virtual Standby und Full System RHA, wozu kann man das in welcher Situation denn am effizientesten dann halt einsetzen. Okay, soweit kurz zu uns. Wir als ArcServe, als Unternehmen, wir sind ein weltweites Unternehmen. Wir haben am Markt ungefähr 45.000 Kunden. Wir sind zu 100% über den Channel organisiert. Das heißt, wir haben keinen Direktvertrieb und vertreiben ausschließlich über Distribution. Wir verstehen uns als Hersteller für integrierte Verfügbarkeitslösungen für virtuelle und physikalische Umgebung. Und hier unten habe ich mal aufgezeichnet, was unsere Standbeine sind. Das heißt, auf der einen Seite machen wir Lösungen im Bereich T-Backup, sowie Snapshot-Backup, sowie auch als Hochverfügbarkeitslösung. Des Weiteren sind wir Anbieter einer Disaster Recovery Appliance, wo Sie letztendlich Hardware und Software aus einer Hand bekommen von uns. Mittlerweile haben wir sogar zwei Cloud-Produkte am Markt, das Cloud Direct und das Cloud Hybrid. Falls Sie es interessieren sollte, dann machen wir auch später in diesem Monat nochmal ein Webinar dazu. Und zu allerletzt E-Mail-Archivierung. Okay, soweit zu uns. Dann jetzt möchten wir uns im ersten Step, würde ich Ihnen gerne jetzt mal das Thema von mit Instant VM Recovery vorstellen und was man damit letztendlich tun kann. Ich gehe mal weiter und sage, okay, ArcServe UDP Instant VM ist eine Funktionalität, die ist in unserer UDP-Suite ja implementiert. Und das ist letztendlich, ich habe es mal genannt, das ist die direkte Starten eines ja, Recovery-Punkts auf einem VMware vSphere-Server oder auf einem Hyper-V-Server. Ja, das heißt, das gibt Ihnen die Möglichkeit, wenn Sie ein Backup gemacht haben und Sie möchten jetzt hergehen und dieses Backup schnellstmöglich wiederherstellen, hilft es letztendlich, dieses System wieder verfügbar zu machen. Ich mache mal ein Beispiel. Das heißt, Sie haben jetzt vielleicht einen File-Server gesichert und der hat jetzt 10 Terabyte Daten und der liegt jetzt auf unserem Backup-System drauf und jetzt ist Ihnen die Hardware ausgefallen. Sie möchten die Maschine gerne wieder ins Netz bekommen. Dann haben Sie ja das Problem, dass Sie letztendlich diese 10 Terabyte an Daten irgendwo wieder zurücktransportieren müssen auf die reparierte Hardware. Und diese Transportzeit nimmt unter Umständen, je nachdem wie viele Daten Sie haben, halt viele, also kann halt viel Zeit beanspruchen. Und da hilft letztendlich Instant VM. Das ist eine Möglichkeit, Ihren Server letztendlich per Ad-hoc auf einem Hypervisor dann wieder anzustarten. Ja, die beiden Funktionalitäten, das bieten wir sowohl für VMware als auch Hyper-V an. In der VMware-Welt läuft das so, dass wir von unserem Recovery-Point-Server, wo letztendlich die Daten drinne liegen, mappen wir in der VMware-Welt per NFS letztendlich den Datenstore direkt in den VMware-Server ein und der VMware-Server liest dann sozusagen aus unserem Recovery-Point-Server die entsprechende Maschine. Alle Änderungsdaten werden in sogenannten Redo-Logs gespeichert und so, dass letztendlich das Backup, was Sie auf unserem System haben, unverändert gespeichert bleibt. In der Hyper-V-Welt ist es auf einem ähnlichen Weg, nur da ist es kein NFS-Mount, den wir da tun, sondern es passiert das Ganze über eine UNC-Pfad-Freigabe. Und ich habe das hier mal in den Screenshots mal gezeigt. Das heißt, im ersten Step gibt man her und gibt letztendlich hier einmal den Ziel-Hypervisor ein. Dann kann man hier die Netzwerkkonfiguration und die RAM-Konfiguration anpassen. Und hier habe ich nochmal aufgezeichnet, wie das Ganze dann in der VMware-Welt dann aussieht. Und ja, hier sieht man dann nochmal, wie das NFS dann eingemountet wird. Aber das schauen wir uns gleich mal in der Live-Demo dann genauer an. Wie ist jetzt der Ablauf dafür? Zum Beispiel, wenn Sie jetzt Ihr System auf einem VMware-Server verfügbar machen wollen. Die Quelle ist bei uns übrigens egal. Das heißt, das kann jetzt ein physikalisches System sein, das kann aber auch ein virtuelles System sein.
Sofern Sie das virtualisiert haben, können Sie hergehen und zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt hier eine virtuelle Maschine, die ist jetzt virtualisiert auf VMware, auf Hyper-V oder auf KVM oder was auch immer. Können Sie hergehen und diese Maschine sozusagen mit unserer Software sichern und dann entweder auf einem Hyper-V oder auf einem VMware-Server verfügbar machen. Das heißt, diese ganze Übersetzung, das Konvertieren, sodass das Ganze verfügbar ist, das übernehmen wir dann an dieser Stelle. Das heißt, das ist dann dieser IVM steht für Instant VM Recovery Server und das könnte beispielsweise Ihr RPS-Server sein und der spricht dann mit Ihrem ESXi-Host hier mal in diesem Beispiel und erzeugt dann diese sogenannte Instant VM. In der Microsoft-Welt sieht das Ganze dann so aus. Das heißt, hier wird es dann über ein Ziff-Share letztendlich eingemappt. Und der Hyper-V-Host kann selbst der Instant VM Recovery Server sein und erzeugt dann die einzelne virtuelle Maschine. Okay, und ich habe mir gedacht, also jetzt gucken wir uns das direkt mal so an. Das heißt, wir springen heute mal ein bisschen hin und her in den einzelnen Funktionen und ich gebe Ihnen mal meine VMware-Oberfläche frei und gehen jetzt mal in mein UDP. Ich habe jetzt hier meine Konsole mal geöffnet und möchte Ihnen jetzt einmal mal zeigen, wie man so eine Instant VM erzeugen kann. Das heißt, ich wähle mir jetzt mal meinen Exchange-Server aus. Das ist eine physikalisch installierte Maschine. Da gehe ich dann einfach her und sage Create Instant VM und im nächsten Step fragt er mich dann, wann habe ich denn meine letzte Sicherung dann durchgeführt? Und hier habe ich jetzt eine Sicherung, die ist von heute Morgen, ist eine inkrementelle Sicherung, es ist kein Problem. Das heißt, in UDP können Sie ja inkrementell für immer sichern und Sie können aus jeder inkrementellen Sicherung letztendlich einen vollständigen Server halt wieder rekonstruieren. Ja? Das heißt also, es ist nicht notwendig, dass Sie nur um diese Instant VM-Funktion verwenden zu können, vorweg immer Full-Backups oder ähnliches dann anfertigen. Ne? Das ist nicht nötig. Das heißt, ich wähle jetzt meinen letzten Sicherungspunkt aus und sage zum Beispiel jetzt hier, ich möchte das auf meinem Hyper-V-Server gerne mal herstellen, diese Instant VM-Recovery dann letztendlich durchführen. Und den wähle ich dann hier entsprechend aus der Liste aus. Und im nächsten Step werde ich dann gefragt, letztendlich, wo diese VM-Files-Folder wohl dieser sein soll. Das ist letztendlich der Folder, wo die ganzen Änderungen dann reingeschrieben werden. Ja, das heißt, das originale Image bleibt ja erhalten, das bleibt auf unserem Server drauf, aber wenn jetzt die User sich auf das System einloggen und ja, einfach Veränderungen an Dateien irgendwo vornehmen, müssen diese Änderungen ja irgendwo hingeschrieben werden. Und das gibt man hier in diesen VM-Files-Folder an. Das ist einfach. In meinem Fall ist es jetzt der Hyper-V-Host, wo ich die Daten dann drauflege. Da habe ich mir einfach ein Verzeichnis angelegt, wo ich diese ganzen Cache-Daten dann hier reinschreiben lasse. Ne? Und hier sehen Sie, ich habe das schon ein bisschen öfter vorgeführt, deswegen sind hier schon ein paar Daten dann erzeugt worden. Dann können Sie definieren, wie viele CPUs das System bekommen soll und wie viel Arbeitsspeicher. Ich habe das jetzt mal gelassen, so wie es der originale Server halt auch hat, das heißt drei CPUs und gute 7 GB RAM. Und wenn Sie das Ganze dann ans Netz kriegen möchten, dann würden Sie hier entsprechend noch einen Netzwerkadapter mit hinzufügen, damit die ganze Instant VM dann auch kommunizieren kann mit dem Rest des Netzwerks. Das mache ich jetzt in meinem Fall nicht, weil mein Exchange-Server läuft in Wirklichkeit noch und ich fahre das ganze System mal ohne Netzwerkkonfiguration hoch, um das Ganze mal fortzuführen. Okay, das heißt, ich erstelle das jetzt, sage direkt Boot Now und dann wechseln wir mal auf die Konsole von meinem Hyper-V-Server. Also hier können Sie den Fortschritt jetzt auch letztendlich mit ansehen, aber auf dem Hyper-V-Server sehen Sie jetzt zum Beispiel, da hat sich jetzt diese Maschine eingemappt. Dieses Suffix, das stellen wir immer automatisch mit davor, also UDP, so wie unsere Software heißt, und ein IVM für Instant VM. Und dahinter schreiben wir dann den Servernamen und der nimmt jetzt die Maschine und ja, bootet die dann auf dem Hyper-V-Server an. Ja, normalerweise werden jetzt die Gerätetreiber dann irgendwo installiert und dann sind sie innerhalb von einem paar Minuten haben sie den Server dann halt wieder am Netzwerk.
Okay, das ist das Instant VM. Bieten wir als Ziel an, sowohl für Hyper-V und VMware. Die Quelle, wie gesagt, kann eines unserer Systeme sein, die wir unterstützen. Wir unterstützen für das Verfahren ja Windows- und Linux-Systeme, egal ob physikalisch oder virtuell, spielt an der von der Warte aus her keine Rolle. Okay, dann gehen wir mal zurück. Auf meine Slides. Und jetzt würde ich Ihnen gerne das Thema des Virtual Standbys ein bisschen näher bringen. Und da habe ich auch ein paar Folien vorbereitet und möchte Ihnen das nachher auch gleich live zeigen. Was ist letztendlich der Unterschied zwischen dem Virtual Standby und dem Instant VM? Das Instant VM liest ja letztendlich die Maschine direkt von unserem Backup-Server und startet die dann auf einem ihrer Hypervisor dann an. Bei Virtual Standby ist es so, dass wir die Maschine wird direkt, diese virtuelle Maschine wird direkt sozusagen auf den Hypervisor drauf kopiert, auf deren Festplattenlaufwerke, sage ich jetzt mal so, ja. Das hat den Vorteil, dass sie eine bessere Performance haben, weil die Maschine liegt schon direkt auf dem System drauf, sozusagen im Standby. Hat allerdings den Nachteil, klar ist, sie brauchen dann halt müssen den Festplattenplatz dann für die einzelnen Maschinen dann halt auf dem System vorhalten. Wie läuft das vom Prozess ab? Das heißt, Sie haben die physischen Maschinen hier, die werden gesichert auf unseren Recovery Point Server. Dann wird diese Virtual Standby, wird ein Proxy dafür benutzt in der virtuellen Welt und die Maschine wird dann entsprechend auf dem Hypervisor dann registriert und liegt dann halt da drauf. Sie haben hierbei die Möglichkeit herzugehen und mehrere Snapshots letztendlich aufzubauen. Das können Sie in der Konfiguration dann definieren und zum Beispiel sagen, Sie möchten hier auf Ihrem Hypervisor, was weiß ich, drei, vier, fünf Snapshots der letzten Sicherung von dem System immer gerne vorbehalten. Das Virtual Standby, das bieten wir in der Funktion an, hier, wie es jetzt nur so, man nennt mir das lokale Virtual Standby. Es gibt aber auch die Möglichkeit herzugehen, ein sogenanntes Remote Virtual Standby zu machen. Das Ganze sieht dann einfach so aus. Das heißt, Sie haben hier Ihren primären Standort und ich habe einen anderen Standort genannt oder einen Standort in der Cloud oder sonst wo. Jedenfalls haben Sie dann in Ihrem primären Standort einen Recovery Point Server von uns installiert und in dem Remote Standort halt auch und Sie machen jetzt Folgendes: Sie machen Ihre Sicherung hier drauf auf Ihren RPS-Server und dann profitieren Sie letztendlich von unserer quellseitigen Deduplizierung, die ja innerhalb der Replikation von RPS-Servern ja funktioniert. Das heißt, wir übertragen nur Blöcke, die wir am Ziel halt noch nicht haben, womit wir eine echte Warnoptimierung und eine echte warnoptimierte Replikation dann erreichen können. Da mache ich jetzt Folgendes, dass die Maschine wird in meinen zweiten Recovery Point Server rein repliziert und von dort aus wird dann eine virtuelle Maschine erzeugt, die auf dem Hypervisor ja eingestellt wird, die im Remote Standort liegt. Das heißt, haben Sie ein Problem, das heißt, dass der primäre Standort nicht mehr verfügbar ist, kann die Maschine halt an dem Remote Standort dann gestartet werden. Okay. Ja, wie ist hier der Ablauf? Das heißt, bei dem Instant VM war es ja so gewesen, mussten Sie den RPS-Server-Dienst letztendlich dafür verwenden, um als Quelle für die Backups zu dienen. Hier ist es jetzt so, können Sie entweder den Recovery Point Server oder es kann auch einfach ein File-Share auf einem NAS irgendwo sein, was Sie dazu verwenden. Im Falle, dass Sie jetzt letztendlich eine VMware-Umgebung haben, können Sie das Ganze dann über den Proxy-Monitor, da komme ich gleich noch später darauf dazu, was der genau macht, dann hergehen und diese Maschine dann auf Ihrem ESXi-Host dann zur Verfügung stellen. Oder Sie gehen her und packen das Ganze dann über Ihren Hyper-V-Host. Das heißt, da brauchen wir jetzt keinen separaten Proxy- oder Monitor-Server dazu und der erstellt dann direkt dann die einzelne Standby-VM. Ja, was ist dieser Standby-Monitor? Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere das schon mal in der Konfiguration gesehen, wenn Sie so einen Virtual Standby-Task anlegen. Das ist letztendlich dafür gedacht, dieser Monitor-Server erwacht letztendlich den Status des Quell-Servers und führt Failover-Operationen
dann durch. Ja, das heißt, wenn Sie können mit diesem Monitor-Server, der kann das Quellsystem überwachen und einen Heartbeat sozusagen überwachen und dann damit sicherstellen, dass der Server erreichbar ist. Und falls er nicht erreichbar ist, dann würde er hergehen und ein Failover initiieren sozusagen und dann hergehen und die Maschine auf dem Ziel Hypervisor, die ja schon im Standby liegt, dann entsprechend automatisch anstarten. Dieses automatische Anstarten, das kann man aktivieren oder man kann es auch manuell starten, dann über die UDP-Konsole. Das heißt, was macht er außerdem noch? Klar, Überwachen des Quellservers. Das heißt, Sie können aber auch das ganze System auf Pause stellen. Sie können die ja, Standby-VM darüber starten. Er macht Ihnen auch das Reporting zwischen den einzelnen VMs dazu. Das macht letztendlich alles der Monitor und in der VMware-Umgebung ist es auch so, dass der Monitor-Server auch als Proxy fungieren kann. Also Proxy immer ist bei uns immer derjenige, der letztendlich die Daten dann von A nach B überträgt. Ja, jetzt gibt es den Non-Proxy und den Proxy-Mode. In der Hyper-V-Welt ist es so, wird immer der Proxy-Modus benutzt, weil da verwenden wir letztendlich den UDP-Agenten, der selbst auf dem Hyper-V-Host dann installiert ist. Und der wird letztendlich als Proxy verwendet, um die Daten zu transportieren. Und in der VMware-Welt ist es so, gibt es eine Option, die Sie setzen können. Ich habe es leider nur auf Englisch hier gehabt. Das heißt, Use Monitor Server as the Proxy for the Data Transfer. Da komme ich gleich nochmal in der Konsole zu, zeige ich Ihnen nochmal den Punkt, den man da aktivieren kann. Der wird letztendlich dann dazu genutzt, dann können Sie den Monitor Server auch dazu verwenden, letztendlich die Daten zu transportieren. So, und dann gibt es immer nochmal die Frage, dadurch, dass wir ja eine Vielzahl an Quellsystemen unterstützen, die Sie mit dem System halt verfügbar machen können, gibt es immer nochmal manchmal die Frage, was ist denn oder wie wird letztendlich diese Konvertierung denn durchgeführt? Wie kann das sein, dass wir jetzt physikalische Maschinen oder virtuelle Maschinen, die vielleicht von einem ganz anderen Hypervisor kommen, auf irgendeinen anderen Hypervisor verfügbar machen können? Und das liegt letztendlich kommt durch das Konvertieren der Maschinen, also das Virtual Standby Converter, der macht das und in der physikalischen Welt, das heißt ja, Sie haben Agenten irgendwo installiert und der sichert ihn einfach in eine Freigabe rein. Da macht das immer die Quellmaschine selbst. In der agentenlosen Welt, wenn Sie in eine Freigabe rein sichern, dann macht das die Hardware-Backup-Unit vom Proxy-Server. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel aber agentenbasiert zu einem RPS-Datenstore sichern, dann macht das an der Stelle der Ziel-Recovery-Point-Server diese Konvertierung. Bei einer agentenlosen Sicherung ist das genauso. So auch wenn Sie eine Session replizieren, letztendlich zu einem RPS-Datastore, ist das an der Stelle dann auch der replizierte Ziel-RPS-Hypervisor. Okay, so und jetzt schauen wir uns das mal in echt an. Ich habe das jetzt allerdings vorweg schon mal vorbereiten müssen, weil die Kopierzeit sonst hier unser Webinar sicherlich ein bisschen gestreckt hätte. Deswegen habe ich mal Folgendes gemacht. Ich habe mir hier mal eine Maschine eingerichtet auf meinem Hyper-V-Host. Und diese Virtual Standby-Konfiguration, die können Sie ja einfach in den Backup-Plänen als weiteren Task einfach hinzufügen. Und das habe ich hier mal gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich habe erstmal einen Backup-Task eingerichtet, der sichert auf meinen primären Recovery-Point-Server drauf. Dann repliziere ich die Daten nochmal in meinen Remote-Standort. Und hier habe ich jetzt meinen Virtual Standby Task. Und wenn Sie hier so eine Replizierung vorweg eingerichtet haben, dann kriegen Sie hier auch mal ein Dropdown-Menü angezeigt. Und dann können Sie nämlich genau das machen, was ich gerade in dem zweiten Slide gezeigt habe, nämlich dieses Remote Virtual Standby. Dann können Sie nämlich hier hergehen und sagen, von welcher Quelle, also das heißt, von welchem Recovery Point Server soll denn die Maschine in den Hypervisor transportiert werden? Und ich habe jetzt an meiner Stelle gewählt, weil mein Hypervisor sozusagen in meinem primären Standort steht, habe ich den Task 1 gewählt. Steht bei Ihnen allerdings der Hypervisor in einem entfernten Standort und Sie möchten das von dort aus gerne transportieren, können Sie dann hier entsprechend die Quelle dann auswählen.
So, bei Virtualisierungsserver geben Sie dann die Verbindungsdaten des entsprechenden VMware-Servers dann an und loggen sich da entsprechend ein. Und hier unten können Sie dann den sogenannten Monitor-Server dann definieren. Ich habe da mal meinen Recovery-Point-Server für benutzt und hier können Sie dann sagen, okay, wer soll denn wirklich jetzt diese Daten von A nach B transportieren? Und an meiner Stelle ist es mein Recovery-Point-Server selbst, der letztendlich das der das Backup dann sozusagen ja nimmt aus unserem RPS-Datenstore und letztendlich dann in das Ziel dann hin überträgt. In den virtuellen Maschineneinstellungen können Sie dann definieren, auf welchen Datastores innerhalb von VMware das Ganze dann reinkopiert werden soll. Das können Sie sich dann auflisten, welche entsprechend zur Verfügung stehen und sowie können Sie hergehen und auch die Konfiguration der einzelnen, also wie viele Snapshots letztendlich auf dem Zielsystem vorgehalten werden soll, sowie auch wie viele CPUs das System halt zugewiesen bekommen soll, können sich entsprechend dann konfigurieren und ob das Ganze mit Netzwerk oder ohne Netzwerk halt gestartet werden soll. So, und in den erweiterten Einstellungen können Sie dann definieren, wenn Sie jetzt möchten, dass letztendlich das Quellsystem überwacht wird. Mit einem Heartbeat können Sie diese Heartbeat-Funktionalität dann halt konfigurieren. Okay, ich habe das Ganze jetzt schon mal gemacht. Das heißt, wenn wir hier mal schauen, liegt jetzt meine Maschine hier auf meinem ESXi-Host schon drauf. Das heißt, auch hier stellen wir dieses Suffix davor, UDP und dann VM letztendlich und dann den Servernamen. Und hier in Klammern schreibt er dann immer rein, wenn das jetzt zum Beispiel von einem anderen Hypervisor kommt, schreibt er Ihnen entsprechend dann auch den entsprechenden Servernamen dann hier rein. Okay, so, ich starte das ganze System jetzt mal manuell. Das heißt, ich gehe mal auf meine Virtual Standby-Maschinen und gehe jetzt her und starte die. Hier zeigt er mir dann an, die letzten Snapshots, die auf dem Ziel-Hypervisor dann drauf liegen. Und ich wähle mal jetzt den von heute Morgen an. Und von hier aus der UDP-Konsole, booten wir dann das gesamte System jetzt dann an. Das heißt, hier sollte der Server dann gleich gestartet werden und innerhalb von kürzester Zeit sollten Sie dann oder sollten die User dann halt entsprechend dann weiterarbeiten können. Ja. Ja, so die Maschine bootet jetzt hoch und innerhalb von ein paar Minuten ist es dann halt durchgebootet und Sie können an dem System dann halt dann weiterarbeiten. Jetzt ist es so, ist es, denke ich, ja immer noch relevant dazu zu sagen oder die Frage zu stellen, ja, okay, ich habe jetzt diesen Failover initiiert, das heißt, meine Daten oder meine ganzen Benutzer, die arbeiten jetzt ich sag mal so, auf dem kopierten System jetzt weiter und sind dort halt entsprechend verfügbar. Aber was kann ich denn jetzt überhaupt dafür tun, damit ich meine Daten möglichst reibungslos wieder zurückbekomme auf meine reparierte Hardware? Und diese Migration back, also diese Migration zurück, läuft in allen unseren drei Verfahren, die ich Ihnen heute zeige, mit unserer Bare Metal Recovery. Ja? Das heißt, für die Varianten Instant VM und Virtual Standby gibt es eine eigene Bare Metal Recovery. Das heißt, die können Sie sich erstellen auf jedem PC letztendlich oder auf jedem Server, wo unser UDP-Agent drauf installiert ist. Da gibt es einen sogenannten Bootkit-Creator. Den können Sie dann hier erstellen und damit können Sie ein ISO-File oder einen USB-Stick erzeugen, wo Sie letztendlich unsere Bare Metal Recovery CD entsprechend mit kreieren. Dazu muss in der Regel das Windows ADK-Kit vorher installiert sein, damit Sie das durchführen können. Und dieses ISO habe ich jetzt vorweg schon mal erstellt und ich habe mir hier mal auf meiner VMware Workstation-Umgebung mal eine leere
virtuelle Maschine erstellt und habe diese leere virtuelle Maschine mal mit diesem ArcSurf Bare Metal Recovery CD mal gestartet. Und jetzt gibt es hier an der Stelle, wenn sie hochgefahren ist, haben Sie hier zwei Einstellmöglichkeiten. Das eine ist, Sie können letztendlich eine komplette Sicherung wieder zurückkopieren auf dem Server. Ja, das geht. Es ist eine hardwareunabhängige Bare Metal Recovery. Das heißt, Sie können eine virtuelle Maschine auf einem physikalischen System wiederherstellen oder andersrum. Sie können aber auch einen Fujitsu-Server auf einem HP-Server wiederherstellen. Ja, das ist beides halt in alle möglichen Richtungen dann halt möglich. Und sind Sie jetzt hergegangen und haben diesen Instant VM-Task oder diesen Virtual Standby-Task erzeugt, gibt es hier die Möglichkeit, direkt letztendlich von dem Live-System die Daten zurückzuholen. Und ich habe meine Systemdaten jetzt letztendlich auf einem VMware-Server draufgelegt und kann mich jetzt zu dem verbinden und dieses Failback dann sozusagen dann damit initiieren. Ja, das heißt, hier listet er mir meine Maschine auf, wo ich diesen Virtual Standby Task jetzt gestartet hatte. Und er zeigt mir auch die Snapshots an, die ich jetzt auf dem System vorhalte. Und ich kann jetzt hier auch auf den aktuellen Status dann zurückgehen und das System, wo jetzt im Moment noch Daten letztendlich drauf erzeugt werden, direkt von diesem Live-System entsprechend abziehen und zurück auf einer physikalischen oder auf einer virtuellen Maschine oder wo auch immerhin letztendlich dann wiederherstellen. Ja. Dabei ist jetzt noch eins zu beachten. Das heißt, wenn Sie diese Daten jetzt, dieses Failback sozusagen initiieren, dann gibt Ihnen die Software zum Schluss des Prozesses hier die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Und zwar, wie Sie diese Umschaltzeit dann definieren wollen. Weil Sie müssen ja irgendwann hergehen und das System, was jetzt unter Instant VM oder Virtual Standby erzeugt worden ist, irgendwann wieder vom Netz nehmen, damit das andere System, was repariert ist, dann wieder ans Netz bringen können. Und das machen wir mal. Dazu kriegen Sie zum Schluss des Prozesses dann halt drei Fragen gestellt, wo sich für eine der entscheiden können. Das heißt, oder sollten, sagen wir mal so, ist besser. Und zwar, was soll jetzt passieren letztendlich? Soll die Maschine heruntergefahren werden, bevor diese Migration durchgeführt wird? Also V2P steht sozusagen Virtual to Physical. Soll die Maschine heruntergefahren werden, nachdem die Migration gestartet worden ist? Oder möchten Sie diesen Shutdown letztendlich manuell durchführen und dann sagen, wann Sie selbst letztendlich diese Umschaltzeiten dann halt machen möchten? Und ich sage jetzt mal so, Shutdown-System before Virtual Standby oder after Virtual Standby, dann holt er in die letzten Daten dann von dem System damit zurück und dann macht er dann irgendwann das Umschalten und sichert die Daten dann entsprechend zurück. Ja. Das dauert jetzt einen Moment. Kann ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt bis zum Ende des Webinars noch durchläuft, aber das war soweit das Virtual Standby, was wir damit machen können und wie Sie, oder das Instant VM und wie Sie die Daten letztendlich dann auch entsprechend wieder zurückkriegen. Und jetzt schauen wir uns zu allerletzt das Full System RHA an. Ja, Full System High Availability ist eine Software-Funktionalität, also letztendlich ist es eine eigenständige Software. Dahinter verbirgt sich unser ArcSurf RHA. Das ist ein Produkt, das wir seit mehr wie 10 Jahren letztendlich in unserem Portfolio mit drin haben.
Wir haben es mit der Einführung von Arcs of UDP haben wir dieses Full System RHA auch in diese UDP Suite mit inkludiert. Das heißt, wenn sich heute UDP anschauen, unsere Suite, besteht die ja aus vier Modulen, also oder vier Editionen. Das ist ja die Standard und die Advanced Edition. In den beiden ist ja eine abgespeckte Version von Arcs of Backup mit enthalten. In der Premium-Version haben sie die volle Version dann von Arcs of Backup mit enthalten. Und in der Premium Plus-Version haben sie dann dieses Full System RHA mit implementiert. Das schauen wir uns mal an. Das heißt, was ist das jetzt letztendlich? Und ich möchte vielleicht auch ein, zwei Worte dazu sagen. Was ist der Unterschied zwischen dem Full System RHA und dem Virtual Standby? Ja. Und fangen wir erst mal an. Das heißt, Full System RHA ist letztendlich eine Engine-basierte Echtzeit asynchrone Replikation Hochverfügbarkeitslösung, die Ihnen ja letztendlich ist das ein Agent, den Sie auf das Quellsystem drauf tun, und das bietet Ihnen ja letztendlich RPOs und RTOs im Sekundenbereich. Ja. Das heißt, dass Sie können definieren, das heißt, welche Szenarien, also welche Daten gehören zu einem Szenario dazu. Im Bereich der Full System High Availability ist es logischerweise das gesamte System, was wir dabei überwachen. Das heißt, jeder geänderte Block wird von uns mitgetrackt, von unserem Agent, und wird letztendlich übers Netzwerk auf eine Replikaseite dann repliziert. Das heißt, auf der Replikaseite haben Sie nochmal genau das gleiche System dann laufen. In unserem Fall ist es dann virtuell. Das heißt, diese Hochverfügbarkeit hat als Ziel, also dieses Full System RHA hat als Ziel immer eine virtuelle Maschine, kann als Quelle physikalisch sein, kann als Quelle aber auch virtuell sein. Das spielt an der Stelle dann keine Rolle. Der Unterschied zwischen dem Virtual Standby und dem Full System RHA ist der, Virtual Standby ist eine Funktion, die ist in unserem Backup implementiert. Das heißt, das Backup wird immer über einen Snapshot dann angetriggert, den Sie im kürzesten Zeitabstand von 15 Minuten dann durchführen können. Ja, das heißt also, wenn Sie einen Ausfall haben Ihrer Daten und Sie haben das jetzt eingesetzt, sind Ihre Daten immer mindestens 15 Minuten alt. Ja. Bei dem Full System RHA ist es so, dass wir ein Engine direkt auf dem Quellsystem drauf haben, und er schickt sekündlich alle Daten von A nach B rüber. Das heißt, wir erreichen hier eine nahezu im Sekundenbereich, also fast halt keine Datenverlust über dieses Verfahren. Muss man aber auch sehen, dass es hier an der Stelle ist, es eine Echtzeitreplikation, und das andere ist mehr dann als Backup zu sehen. Ja, was hat diese RHA-Lösung? Ist eine Lösung, die sowohl für LAN- und WAN-Datenreplikationen ausgelegt ist. Das heißt, Sie haben Möglichkeiten, entsprechend auch WAN-Optimierungen zu konfigurieren oder auch ein Bandbreitenmanagement einzustellen. Und des Weiteren arbeiten wir hier über ein speicherunabhängiges System. Das heißt, es ist nicht notwendig, dass Sie einen gemeinsam genutzten Speicher verwenden müssen, so wie es jetzt bei Microsoft vielleicht der Fall ist, sondern wir arbeiten an der Stelle mit einer sogenannten Seed Copy. Das heißt, die Daten, die Sie auf Ihrem primären System haben, liegen als Copy nochmal sozusagen auf der zweiten Seite dann halt drauf. Das heißt, Sie können beliebige Speicher dafür verwenden. Das kann das sein, das kann NAS sein oder ein SAN. Für uns ist relevant, dass das entsprechende Betriebssystem und die Version von unserem Agent dann entsprechend dann freigegeben worden ist. Und als Full System RHA unterstützen wir ja drei Hypervisor, eigentlich sind es sogar vier, VMware Hyper-V und Citrix Xen, und Sie können es auch sogar noch zu Amazon, diese Konnektoren zu Amazon Web Services können Sie entsprechend auch konfigurieren. Für mich ein ganz wichtiger Punkt, was unsere Full System RHA oder Hochverfügbarkeit letztendlich von anderen Systemen unterscheidet, ist das Continuous Data Protection und Data Rewind. Das ist letztendlich eine Funktion, die es Ihnen erlaubt, die Daten, die erzeugt werden, auf der Replikaseite entsprechend zwischen zu cachen. Ja, normalerweise ist es bei einer Echtzeitreplikation ja immer so, das ist bei uns auch so, wenn Sie jetzt Daten letztendlich auf dem primären System verändern, sind die auch sofort auf dem sekundären System entsprechend auch verändert. Wenn Sie an A was löschen, ist es an B halt auch weg. Jetzt können Sie aber hergehen und dieses Continuous Data Protection dann aktivieren und zum Beispiel hergehen und sagen, okay, ich möchte jetzt aber die letzten 4 Stunden oder die letzten 7 Stunden oder 8 Stunden
auf meiner Replikaseite zwischencachen. Das heißt, alle Änderungen werden in dieser Zeit von der Replikaseite zwischengecached und ich habe somit kann somit die Lücke zwischen meinen Backup-Zeitfenstern entsprechend füllen. Und haben Sie mal einen Ausfall, gibt es die Möglichkeit, die Daten letztendlich von der Replikaseite entsprechend wieder zurück zu replizieren. Und das ist für mich eins der nennenswertesten Unterschiede letztendlich zu einer normalen Hochverfügbarkeitslösung. Des Weiteren haben wir hier noch die Möglichkeit, unsere automatisierten Wiederherstellungstests mit durchzuführen, sowie auch einen Wartungsmodus, denn das erlaubt letztendlich ein System in den Wartungsmodus zu nehmen und vielleicht Patche einzuspielen und die Daten entsprechend zurück zu replizieren. Ja, wie sieht das Ganze aus? Ich habe hier mal ein paar Grafiken mit reingenommen. Das heißt, wir haben auf der einen Stelle haben wir unseren AHA Control Service, den in meinem Fall, wenn ich das nachher zeigen möchte, den habe ich einfach auf meinem Backup-Server installiert. Und dann diese RHA Engine, das ist der nichts anderes wie unser Agent, der auf dem Quellserver installiert werden kann oder sollte. Und dann habe ich hier als Ziel mal meinen VMware oder meinen Zen-Server. Und in dieser Welt arbeiten wir über eine sogenannte Proxy-VM. Was ist das? Letztendlich ist das nichts anderes wie einfach ein Windows-Server, den wir installiert haben, wo unser RHA-Agent drauf installiert wird. Und der dient uns sozusagen als Vermittler an der Stelle. Und wir gehen her und machen Folgendes. Das heißt, dieser Proxy-Server, den wir haben, wo unsere RHA-Engine drauf liegt, hat entsprechend eine Virtual Disk zugemountet bekommen und der Quellserver schickt sozusagen, repliziert sich sozusagen mit dieser Engine, ja, die in diesen Server eingemountet ist und repliziert entsprechend die Daten kontinuierlich sozusagen hier von dem Quellserver in das Zielsystem rein und ändert hier entsprechend die Virtual Disk dann ab. Ja, das heißt, das läuft letztendlich so ab. Das heißt, Sie können hergehen und zum Beispiel haben Sie 10 Server, die Sie hochverfügbar machen möchten. Denn, und Sie haben VMware, dann richten Sie sich einfach hier einen sogenannten Proxy-Server ein und diese Virtual Disk der 10 Server liegen dann sozusagen als ja, Virtual Disk entsprechend hinter diesem Server dahinter. Haben Sie dann einen Ausfall, das heißt, fällt das Quellsystem aus, passiert Folgendes. Wir gehen her und die Maschine erkennt das, dass das Quellsystem ausgefallen wird und es wird eine neue virtuelle Maschine registriert auf dem jeweiligen Ziel-Hypervisor und diese Virtual Disk, die vorher noch in unserem Proxy-Server eingemountet wird, die wird einfach umgemountet in die neue Maschine und dann wird diese Maschine entsprechend dann angestartet und Sie können nach dem Failover mit Ihren letzten Daten dann halt weiterarbeiten. Und ähnlich sieht es auch in der Hyper-V-Welt aus, nur da brauchen Sie halt kein Proxy dazwischen, sondern da wird letztendlich diese RHA-Engine direkt auf dem Hyper-V-Host installiert. Aber das Verfahren letztendlich dahinter ist das gleiche. Das heißt, die Daten werden mit dieser Engine repliziert, die auf den entsprechenden Virtual Disks von dem Hyper-V-Host liegen. Und fällt das Quellsystem aus, wird eine neue Maschine kreiert und die wird entsprechend angestartet und die Disks werden dann entsprechend eingemountet. Ja, viele Pfeile, bunt, links nach rechts. Jetzt möchte ich Ihnen das gerne mal zeigen, wie das in echt aussieht. Und zwar schalten wir da mal zurück auf meine VMware-Umgebung. So, nee, jetzt schalten wir uns zurück auf meinen. So. Okay. Dann, na, vielleicht nochmal eine Anmerkung hierzu. Und zwar, wir haben Folgendes gemacht. In der UDP-Oberfläche, wenn Sie schon bemerkt haben, gibt es auch diesen Reiter hier, High Availability. Das ist letztendlich nichts anderes, wie als würden Sie hier die eigentliche Konsole von Arcsoft RHE damit fernsteuern. Ich persönlich benutze immer lieber diese Konsole von RHE selbst, weil da habe ich hier diese grafischen Darstellungen der Maschinen und kriege so ein paar mehr Informationen damit.
als würde ich das direkt hier drüber bedienen. Sie können das aber auch, wie Sie es machen möchten, ist Ihnen letztendlich überlassen. Sie können es auch alles letztendlich hier aus einer Konsole dann halt bedienen. Ja, diese High Availability, noch kurz zur Info dazu, das ist, wenn Sie Arcsoft UDP 6.5 installiert haben, reicht das nicht aus. Das heißt, Sie müssen nochmal über unsere Webseite hergehen, über das arcsoft.zendesk.com, und müssen in den Downloads nochmal die letzte Version von Arcsoft RHA dann herunterladen, und diese entsprechend dann auch nochmal installieren, damit Sie das Ganze hier dann verwenden können. Ja. So, und ich habe jetzt hier mal Folgendes gemacht. Ich habe jetzt hier meinen physikalischen SQL-Server mal genommen und habe den auf meiner, ja, Appliance dann halt verfügbar gemacht. Das Ganze läuft in meinem Umfeld auf einer VMware-Umgebung. Das heißt, diese FSAH, das ist mein Windows-Server, der liegt jetzt entsprechend dann hier. Und in diese Maschine repliziere ich die Daten entsprechend rein. Und ich möchte jetzt gerne hergehen und mal sogenannten Failover mal vorführen. Das heißt, ich habe diese Konfiguration jetzt schon mal angelegt. Die Daten sind in echt repliziert und sind verfügbar. Und jetzt gehe ich mal her und schalte entsprechend den SQL-Server aus. So, der ist jetzt runtergefahren und ich habe jetzt hier in meiner Konfiguration das so eingestellt und gesagt, okay, das Failover, also die Maschine soll erstmal hergehen und 30 Sekunden lang einen Heartbeat ausführen. Das heißt, bricht der Heartbeat ab nach einer halben Minute, soll entsprechend das Failover dann initiiert werden. Und das sieht man dann hier auch schon ganz schön grafisch dargestellt. Das heißt, die Maschine ist aus, hat es jetzt mitgekriegt. Und hier unten in dem Live-Monitor können Sie dann immer sehen, was jetzt gerade der aktuelle Stand des Szenarios dann halt ist. Und er hat jetzt hier die Verbindung verloren. Und ja, wie gesagt, nach einer halben Minute soll er dann hergehen und den Failover dann entsprechend dann erzeugen. So, und das ist immer hier das Schöne, was mir an dieser Oberfläche dann halt besser gefällt als in der über die UDP-Maske, dass Sie dann halt hier diese Informationen dann halt immer direkt live dann an dem System dann halt mitbekommen, wann dann jetzt was passieren wird. Ja. So, jetzt macht er das. Das heißt, er mountet die Maschine dann jetzt auch hier ein. Das hat man hier kurz gesehen. Das heißt, er nimmt den Servernamen und hängt da die entsprechende ID mit an das System hinten dran und mountet die Volumes entsprechend an die neue kreierte Maschine ran und versucht die dann jetzt gleich dann zu booten. Ja, das Gesamte läuft völlig automatisiert, ohne dass ich hier was dazu tun muss. Ja, das heißt, hier sieht man dann auch die Tasks, die er letztendlich innerhalb von VMware dann durchführt. Das heißt, aktualisiert hier die Boot-Konfiguration und sollte dann auch gleich hergehen und die Maschine dann auch anstarten. Ja, da können wir mal raufgehen.
Und ja, die Maschine wird angebootet und Sie können entsprechend weiterarbeiten. Wie gesagt, hierbei der Vorteil, dass Sie, wie gesagt, kaum Datenverlust zu verzeichnen haben, weil die Daten werden in Echtzeit repliziert oder können in Echtzeit repliziert werden. Die Zeit reicht Leute nicht ganz aus, um letztendlich in die ganzen Details von IHA letztendlich darauf einzugehen. Wenn Sie das noch detaillierter interessiert, wie das Ganze dann eingerichtet wird. Ich habe dazu vor ein paar Wochen mal einen Webcast aufgezeichnet. Der heißt Hochverfügbarkeit für Windows-Server in dem Falle. Und da habe ich die komplette Einrichtung sozusagen von A nach B inklusive Failover und Failback komplett für das IHA dann hier auch mal vorgestellt. Und das Ganze haben wir auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen. Geht, glaube ich, auch eine ganze Stunde dafür alleine und können sich dann im Detail da gerne dann vielleicht nochmal dran anschauen. Hier übrigens, das Failback läuft genauso ab wie bei Virtual Standby und Instant VM. Über unsere Bare Metal Recovery CD. Allerdings ist es hier in dem Fall die Bare Metal Recovery von Arcs of IHA dann. Ja, und somit ist der Server dann direkt wieder im Netz und Sie können dann weiterarbeiten. Okay, gut soweit. Dann schwenken wir mal noch zurück und dann möchte ich noch ein bisschen was zu den Lizenzen sagen, wo sich das Ganze alles verbirgt. Na? So. Und zwar, wir haben ja diese UDP-Suite seit einigen Jahren implementiert oder in unserem Unternehmen im Produktportfolio drin. Und es gibt ja diese vier Editionen von ArcServe UDP. Wie gesagt, Standard und Advanced haben immer diese Basisfunktionalität von ArcServe Backup mit da drin, also sozusagen, dass sie hergehen können und Daten, also einen Recovery Point auf ein Single Tape auslagern können. In der Premium-Variante haben sie dann das vollständige ArcServe Backup mit inklusive. Das heißt, alle Funktionalitäten, die ArcServe Backup hat, sind in der Premium mit drinne. Und in dieser Premium Plus Version ist denn das ArcServe IHA, was ich jetzt zuletzt gezeigt habe, im vollen Funktionsumfang mit denn enthalten. Die ganze Lizenzierung von UDP ist quellbasierend. Das heißt, Sie brauchen für die Systeme, die Sie entsprechend sichern möchten, eine Lizenz. Ja. Okay, soweit. In der Übersicht, dann möchte ich noch ein bisschen Werbung machen für unsere kommenden Webinare. Das heißt, in 2 Wochen geht es nochmal um die UDP 6.5 Lizenzierung nochmal im Detail mit vielen Anwendungsszenarien da drinne. Wenn Sie uns gerne vor Ort mal treffen möchten, sind wir am 24. Mai in der Schweiz, in Sedam, auf der Storage und Data Analytics Solution Days zu finden, sowie als auch im 21. Juni in der IT-Security-Konferenz in München. Wenn Sie da Eintrittskarten bräuchten, können Sie die über unsere Webseite beantragen. Und wir würden diese entsprechend Ihnen dann zukommen lassen. In dem Veranstaltungsbereich können Sie das dann finden. Alle unsere Software von ArcServe können Sie als Trial-Version von unserer Webseite runterladen, die Sie im Funktionsumfang, also im vollen Funktionsumfang zur Verfügung stellen für einen Zeitraum von 30 Tagen. Okay, ja, sollten Sie noch weitere Fragen haben, wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, diese zu stellen und ich würde mir diese dann annehmen und diese gerne dann beantworten. Okay, mal kleinen Moment. Und wenn Sie übrigens diese Slides, die ich Ihnen heute gezeigt habe, gerne haben möchten, die sind hier in dem GoToWebinar-Tool in dem Handouts-Bereich mit bei und die können sich dann als PDF hier herunterladen. So, jetzt eine Frage. Wäre es mit AHA auch möglich, ein SAP-System mit Oracle 12 Datenbank auf einem Windows-Betriebssystem R2 bereitzustellen? Ja, das ist möglich. Das heißt, wir bieten ja einmal, ich habe Ihnen heute nur einen kleinen Ausschnitt gezeigt, was das AHA leisten kann. Ein Anwendungsbereich ist letztendlich, dass wir ein komplettes System hochverfügbar machen, was letztendlich auf dem System drauf liegt, was für eine Datenbanken da drauf, ob es eine Oracle-Datenbank ist oder eine MySQL oder eine Postgre oder was auch immer, spielt dabei keine Rolle. Wir können letztendlich das gesamte System auf einem Zielhyperweiser hochverfügbar halten und ohne dass Sie letztendlich dann irgendwelche speziellen Lizenzen der Anwendungssoftware dafür noch vorhalten müssen.
Ja, weil wir sozusagen mit einer Seed Copy arbeiten. Das heißt, das System ist ja nicht live in dem Sinne. Das heißt, also, es ist nicht aktiv. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, auch Axe of RHA unterstützt beispielsweise auch die Replikation von Datenbanken. Das heißt, wir unterstützen Microsoft SQL und Oracle Datenbanken. Das heißt, Sie können auch nur mit unserer Software nur eine Hochverfügbarkeit der Datenbanken herstellen. Diese Möglichkeit ist gegeben oder zum Beispiel von Ihrem Exchange-Server oder von Ihren File-Servern. Ja, das sind so die Szenarien, die Axe of RHA an der Stelle unterstützt. Okay, gut. Sofern es jetzt weiter keine Fragen gibt, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.